Ja, man hat viel bei den beiden auch gehört im Vorlauf. Also, ja, beide spucken immer große Wörter, große Sprüche. Aber wer von den beiden wird sich durchsetzen können? Beide sehr siegessicher. Und im Finale wartet Scorpio. Und hier kommt der zweifache Tag Team Champion in Miyagi. Er trug ebenfalls den Twitch-Titel. Und er ist natürlich heiß, hier den World Title zu holen. Sich dafür zu qualifizieren, Ladies and Gentlemen, der Leader der Generation of Destruction. Ich präsentiere euch selbsternannten Fanliebling The Reaper. Jetzt muss ich mich einfach gegen wehren, denn da der Einzug. Da macht er sich bereit. Ehemaliger World Champion des Miyagi Universe von der Evolution of Pain. Wir sehen erneut ein Duell. Generation of Destruction gegen Evolution of Pain. Snakey. Auf dem Weg zu seiner Titelchance. Snakey! Ja, er ist der Partner von Anderson Stiley. Auf dem Weg zum Ringski. Snakey Eisy! Die Version ist etwas leise. Hey. Ich bin Snakey, ich will den Titel. Ein alter Meister, der da singt. Ripali besiegt sie, heut sie im Ringski. Snakey mit der Kapuzi auf dem Kopski. Mit bösem Blicksi. Gib mir mal Feuer. Danke. Oh mein, das Lied, ich muss mich dagegen wehren. Das macht mich völlig bekloppt sonst. Dieser Einzug von Snake Eyes, der wird mir mein Leben lang in Erinnerung bleiben. Das hat er schon mal geschafft. Er weiß, wie er sich festbrennt. Aber brennt er sich hier heute auch ins Finale? Gegen Scorpio. Los geht's. Reaper fängt an, der Kick geht ins Leere. Und Daruga macht übrigens auch noch Faxen mit, also du bist ja nicht ganz alleine. Ja, der Daruga, das glaube ich, der macht mit. Wenn ich durchdrehe, dann kann ich nicht allein dastehen, da dreht er mit durch. Reaper kontrolliert jetzt der Snake Eyes am Neckbreaker, Neckbreaker. Ja, Snake Eyes, da darf man sich nicht beirren lassen, auch wenn der Reaper aktuell zwar nicht anfängt, aber Snake Eyes oftmals Matches gesehen, wo er am Anfang wirklich im Nachteil ist, wo man denkt, es ist gelaufen für ihn. Da kommt er auf einmal wieder zurück und reißt das ganze Match rum. Hier zum Start aber Reaper jetzt am Boden. Snake Eyes denkt sich, da reichen die Tritte erstmal aus, schubst ihn hier zur Seite, hält ihn auf Abstand. Kontert jetzt auch den Schlag von Reaper. Reaper kann das ebenfalls. Gleichwertige Wrestler, absolut gleichwertig. Der Kick gegen den Kopf sitzt. Snake Eyes am Boden. Ah, es tut natürlich weh, was der Reaper da alles mit dem Snake Eyes jetzt anstellt. Hält hier sein Haupthaar. Und mit dem Gesicht zuerst. Mit dem Gewicht seines Körpers hämmert er hier Snake Eyes zu Boden. Oder feiert er schon, der Reaper? Das könnte falsch sein. Elbow sitzt.
Aber gegen einen Snake Eyes würde ich keine Zeit mit Feiern verschwenden. Und das Knie. Snake Eyes aktuell unter Zugzwang. Er muss jetzt hier irgendwas machen. Cover direkt von Reaper. Und da ist er, hat er ihn aber auch fest eingehakt. Und Snake Eyes dreht das Ganze um. Das war's schon fast. Meine Güte. Da hat Reaper nicht mitgerechnet, dass Snake Eyes das hier umdreht. Snake Eyes, technisch versierter Wrestler mit japanischer Erfahrung, kennt natürlich hier den Bodenstil. Jiu-Jitsu, seine Welt. Die verschiedenen Kampfsportarten, das sieht man oftmals in seinen Wrestling-Matches, deswegen am Boden sehr stark. Guten Nacht, Smoking Wee. Oh, wird jetzt hier bearbeitet. Sehr hart. Kicks, Schläge von Snake Eyes. Die Kampfkunst. Und der Superman Punch sitzt Reaper am Boden. Reaper jetzt mit Problemen. Jetzt muss er aufpassen. Er ist in den Klauen der Schlange. Die Schlange legt zur finalen Würgung an. Oder zum finalen Giftbiss. Wir wissen es nicht. Aber der Reaper versucht sich dagegen zu wehren. Snake Eyes jetzt in der Ringecke. Kicks von Reaper. Headbutt. Weitere Schläge. Da bleibt Snake Eyes hier auf dem untersten Seil liegen. Und was hat der Reaper da vor? Er nimmt Anlauf. Eieiei, und da gegen den Kopf von Snake Eyes. Er hält sich den Kopf. Das hat geschmerzt. Das tat weh. Cover von Reaper. Ist das der Finaleinzug? Zwei. Nein, Snake Eyes kommt raus. Hebt die Schulter da hoch. Headbutt von Reaper. Snake Eyes jetzt stark geschädigt. Nach der Aktion gerade draußen von Reaper muss er hier versuchen, den schnellen Konter zu bringen. Um Reaper gar nicht erst zu härteren Aktionen kommen zu lassen. Und der Reaper will jetzt hier Snake Eyes sogar zur Aufgabe bringen. Sharpshooter! Wird Snake Eyes da aufgeben? Ah, man sieht ihm den Schmerz an im Gesicht. Aber da ist wieder diese Kunst, die ich meine von Snake Eyes, wie er sich daraus befreien kann. Oh, Superman Punch abgeblockt. Reaper macht weiter. Erneut, er setzt wieder zum Submission an. Cover von Reaper, ob das jetzt reicht. Snake Eyes hat das Submission so weit geschwächt. Nein, da kommt er raus. Das macht was klar. Und jetzt die Sesspress. Jetzt lässt Snake Eyes seine Wut an Reaper raus. Die Schläge. Mit was für einem Frust, den er da auf den Reaper einprügelt. Und jetzt zeigt er ebenfalls, dass er hier am Boden die Holds meistert. Und Reaper jetzt mit Schmerzen hier gegen Snake Eyes. Aber auch der Reaper kann sich befreien. Spinebuster von Snake Eyes. Wer zieht ins Finale ein? Reaper will ja wohl jetzt das Ganze hier zu Ende bringen mit dem End of Days. Zieht ihn hier durch. Ist es das? Ist das das Finale? Sein Finisher. Cover. Eins, zwei und nein. Snake Eyes befreit sich. Kickout von Snake Eyes. Eieieiei. Dass der Snake Eyes da rauskommt. Each of these competitors is looking for the slightest hint of weakness in the other. Well, that's a strategy you have to always have in the back of your head, Cole. If you ever see a Reaper weiter kontrollierend, aber hier, er posiert wieder zu viel. Elbow sitzt aber. Reaper sehr stark, beide Wrestler sehr stark in dem Match. Ein Reversal kann das Ganze entscheiden. Oh, was für ein Cover und wie der Reaper sich dahin, als wäre es nichts. Zwei und nein! Oh, war das knapp. Das wäre es auch gewesen. Und da fängt er sich auf. Da fängt er sich vor Wut von Snake Eyes direkt in Superman Punch. Cover von Snake Eyes. Aber Reaper greift ins Seil. Auch das geht nicht durch. Wie locker lässig der Reaper das Cover da gebracht hat. Und jetzt hat Snake Eyes die Faxendicke danach. Hier will er wohl jetzt seinen Finisher durchbringen. Dirty Deeds Ansatz von Snake Eyes, der zieht ihn durch! Das kann es gewesen sein!
ist es das Finale. Der Reaper stark geschwächt. Cover von Snake Eyes. Bein ist eingehakt. Zwei. Nein, Reaper kommt raus. Erneut verbissenes Halbfinale hier im World Title Geschäft. Das hätte es schon sein können. Da steht nicht jeder auf, wenn der Snake Eyes einem einen Dirty Deeds verpasst. Und auch er macht hier direkt weiter. Die schenken sich nichts. Snake Eyes schenkt dem Reaper hier nicht eine Sekunde zur Erholung. Und der Reaper merkt das natürlich. Hält hier Snake Eyes ist auf Abstand. Und Snake Eyes zeigt jetzt hier seine Dominanz, indem er hier locker den Reaper am Boden hier hält. Aber der Reaper befreit sich. Chinbreaker. Jetzt muss Snake Eyes erstmal klarkommen. Und da! Stunner! Damit hat der Reaper nicht gerechnet. Und jetzt verhöhnt Snake Eyes den Reaper. Snake Eyes. Sehr, sehr stark jetzt. Jetzt muss der Reaper aufpassen. Jetzt hat er das Feuer entfacht, den Snake Eyes. Snake Eyes wie ausgewechselt nach diesem lässigen Pin von Reaper. Codebreaker! Jetzt vom Reaper. Und jetzt will der Reaper das Match beenden. Jetzt weiß er, dass er hier sich keinen Spaß erlauben kann. Oh, 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 oh. Und er kann auch den Dirty Deeds. Er setzt ihn durch. Das ist es sehr wahrscheinlich. Das Finale für Reaper. Er hakt das Bein ein. Der Ringrichter zählt 2. Und er zählt 3. Das ist es. Sieg für Reaper. Reaper im Finale. Was für ein spannendes Match. Das hätte jeder gewinnen können von den beiden. Der Reaper schlägt sich durch. Herzlichen Glückwunsch an den Reaper. Er trifft auf Scorpio.